Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Heilung. Wenn du also jemand bist, der schon sehr, sehr lange nach Heilung strebt, dann sollten dich diese Zeilen vielleicht genau zu dem jetzigen Zeitpunkt finden. Ich möchte dich bitten, mir mit deinem Herzen zuzuhören. Ich habe einen Text über das Thema Heilung geschrieben und den möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Vielleicht finden wir die Heilung an den Orten, wo wir sie nicht erwarten. In den Streitgesprächen. In den Momenten, in denen unser Herz zerbricht. In den Momenten, in denen wir wutentbrannt hinausrennen, während die kalte Luft sich wie eine schwere Decke auf unsere Haut legt. Vielleicht findest du die Heilung deines zerbrochenen Herzens dort, wo die Scherben einst zerbrachen. In den Augenblicken, in denen du beschlossen hast, deinen Wert an Bedingungen zu knüpfen. Wie sehr du begehrt wirst, wie sehr die Blicke deines Gegenübers nur dir geschenkt werden. Vielleicht findest du die Heilung in den Nächten, in denen du dir wieder einmal sagst, es ist okay, er liebt mich doch. Oder meine Seele möchte ihn oder sie noch ein einziges Mal berühren, ein einziges Mal spüren, ein einziges Mal fühlen, wie ich durch ihn oder sie wichtig werde, weil ich mich schon lange Zeit vorher selbst verlassen habe. Verdammt, vielleicht steckt sie hier, Heilung, ganz tief drin, bohrt sich hinunter durch Mark und Knochen, in die hinterste Ecke deines Kortex hinein, weil die Pfade so schön, so viel einfacher und leichter zu gehen sind, unbeschwerlich und leicht, weil du es gelernt hast, dich zu verletzen. Immer wieder aufs Neue, weil es in deiner DNA steckt, wohlbehütet und tief verankert, verwurzelt in den verborgenen Geheimnissen deiner Familie, die nie, auch nur ein einziges Mal, ihre Wege über die Lippen fanden. Niemals gesprochen, niemals gesehen und so tief gespürt, über die keine einzige Träne je vergossen wurde. Deine destruktiven Muster sind eine Widmung deines Herzens, die sich wie heiße Glut unter die Haut brennt. Eine Sehnsucht, ein längst vergessener Liebesbrief an die Erlösung. Die unzähligen Neuronen in deinem schwachen Hirn funkeln wie tausende Lichterketten zusammen, während sie sich ausgelassen ineinander verlieben, sich gegenseitig bestärken, ein unzertrennliches Bündnis fürs Leben eingehen, über Zeit und Raum, Generation um Generation. Eine Liebesbeziehung, die von hier ihren Weg bis in dein Herzen findet. Du sollst nicht lügen, lautet eines der heiligen Gesetze. Doch die junge Liebe war ausgelassen. Sie war unbewusst. Ach, du armes, schwaches Herz, was lässt du dich zerbrechen? Was lässt du dich beschweren? Doch, stell dir vor, es ist nicht dein Herz, welches schwach und träge ist, zu müde, um sich aus den eisigen Stürmen der hohen See zu erlösen. Es ist dein Hirn, das treudoof Endorphine und Bindungshormone als Cocktailparty in deinem Körper anfeuert. Vielleicht findest du sie hier, Heilung. Während du diesen Satz liest, denkst oder hörst, buch dein Kopf bereits das nächste Coaching, den nächstbesten Werbeslogan, der auf die Kommunikation in deinem Körper ausgerichtet ist und dich durch Mikrobeeinflussungen verliebt fühlen lässt, der die Heilung auf einem silbernen Tablett serviert und dein Herz, es verliebt sich erneut in die Idee der Heilung, den Gedanken, dass du dann endlich heil bist. Zeitgleich wird im Hintergrund ein Zahnrad von Zyklen und alten, sehr alten Mustern
aus deiner Vergangenheit aktiviert, die so wunderbar fein auf deine Energie ausgelegt sind, dass sie jenes scheinbar nicht vom Auge Registrierbares auf einzigartige Weise in Energie übersetzen, die als Energie in deinen Gedanken, in deinen Emotionen und letztlich in deiner materiellen Wirklichkeit als Existenz geboren wird, erfahrbar und erlebbar. Die großen Räder des Schicksals drehen sich langsam und stetig voran. Sie greifen ineinander, verzweigen sich und halten den Kreislauf der Wiederholung und Verletzung am Leben durch dich. Vielleicht findest du sie hier, in diesem Moment, an diesem Schreibtisch, an deinem Handy, in deinem Bett, auf deinem Sofa, am Küchentisch oder im Büro. Die Heilung. Vielleicht musst du gar nicht irgendwo hingehen. Vielleicht musst du diese utopischen Heilversprechen von Menschen, die so tun, als hätten sie alles im Griff, gar nicht glauben. Das Leben. Hallo. Vielleicht darfst du damit beginnen, dir selbst zu versprechen, damit aufzuhören, vor dir wegzurennen. Egal, wie schön du es umschmückst. Vielleicht darfst du dir versprechen, bei dir zu sitzen, deine Hand zu halten, 7 Tage lang durchzuweinen und all den Schmerz aus dir und aus deinen Zellen herauszuschreien. Vielleicht darfst du lernen, voller Mut und Entschlossenheit radikal Nein zu sagen. Nein zu allem im Leben, was deinen wunderschönen Wert nicht anerkennt. Nein zu sagen zu den Beziehungen, von denen du dir einredest, sie würden dir gut tun, während du im Hinterzimmer deine weise alte Intuition als Verräterin entlarvst. Vielleicht darfst du lernen, Nein zu sagen zu den beschissenen Anforderungen der Gesellschaft, die kein Mensch jemals erfüllen kann. Nein zu sagen zu dem Leben, was deine Eltern für dich ausgewählt haben, weil sie selbst niemals den Mut dazu hatten, es anders zu machen. Und doch bleibt es dein Leben, was als Traum der Seelen deiner Eltern gewebt wurde und nicht die Melodie deines Seelenliedes singt. Nein zu sagen, dich selbst zu einer Option werden zu lassen, in den Momenten, in dem die Möglichkeit geboren wird, dass es neben dir noch eine andere Person gäbe. Nein zu sagen dazu, dass du anderen die Macht über die Wertung deines Körpers gibst. Vielleicht findest du Heilung, wenn du endlich aufhörst damit, überall die Schuld und Ausreden für deine Lage zu finden und stattdessen mit all deinen 7 Sachen bei dir stehen bleibst, bei dir, allein, im Regen, in der Sonne, in der Stille, in der Dunkelheit und in der Dürre. Vielleicht findest du Heilung, wenn du wieder damit beginnst, es zu genießen, am Leben zu sein, dir selbst über den Arm zu streicheln und diese Berührung im Herzen spüren zu können. Vielleicht findest du Heilung, wenn das Funkeln und Leuchten in deinen Augen zurückkehrt, darüber, dass in deinem Gehirn gerade ein elektrischer Impuls dafür sorgt, dass ein muskuläres Meisterstück, durchzogen von feinen Sehnen und spindelförmigen Nerven, Adern und Arterien, durch die das pure Leben fließt und pulsiert, bis durch tiefe Schluchten in deine Mitochondrien hinein und du dich selbst berühren kannst. Deine Selbstliebe dadurch eine ganz andere Bedeutung erhält, denn du kannst dir deinen Cocktail voller Glücksgefühle jetzt selbst zubereiten. Vielleicht findest du Heilung in den frühen Morgenstunden, wenn der Tau durch sanfte Sonnenstrahlen weicht und du den Klängen der Vögel lauschst und ihre Lieder in deinem Herzen trägst. Vielleicht findest du Heilung, wenn du verzeihst, wenn du all die Scherben sorgsam zusammenkehrst, anstatt um dein Herz herum Mauern der Trennung zu erbauen, die dich in Wahrheit nur vor dir selbst trennen. Vielleicht findest du sie, wenn du den Scherbenhaufen nicht unbeachtet liegen lässt,
wenn du dir ein wenig Zeit gibst, um ihm nachzutrauern und dich dann fragst, was du daraus erschaffen kannst. Vielleicht ist der einzige Ort, an dem du jemals Heilung finden kannst, in dir. Nirgendwo sonst. Dort, wo dein Zuhause ist. Nicht auf dem fancy Shamanic Retreat, was koloniale Strukturen und die Unterdrückung und Ausbeutung der indigenen Völker erneut fortführt. Vielleicht ist der einzige Ort, an dem du jemals Heilung finden kannst, in dir. Der Ort, an den du wieder und wieder und wieder zurückkehren wirst und kannst. Der Ort, dem du dein heiliges Versprechen lange vor dieser Zeit und vor dieser Inkarnation gegeben hast. Vielleicht findest du sie genau hier, die Heilung. Ich hoffe, dieser Text darf dich ein wenig inspirieren. Lass ihn gerne nachwirken. Schreib mir gerne deine Gedanken dazu hier unter dieses Video. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, dass du deine Heilung in dir findest, dass du bei dir bleibst, dass du dir vertraust, dass du das Leben genießt. Und ja, von Herzen alles Liebe. Bis bald.